Manuela Brütsch zum zweiten Mal zur besten Schweizer Spielerin ausgezeichnet worden. Was bedeutet dir das? Ja, wie gesagt, es ist eine schöne Ehrung natürlich. Es ist eine schöne Auszeichnung, macht einem natürlich auch ein bisschen stolz. Aber ich habe es vorher auf der Bühne schon gesagt, es ist schlussendlich ein Teamsport. Und natürlich für mich sind noch immer Ziel, Teamleistung quasi steht im Vordergrund. Also, dass man mit dem Team erfolgreich ist. Aber wie gesagt, es ist natürlich eine schöne Auszeichnung für alles, was man wahrscheinlich nicht nur in dieser Saison, sondern über die ganzen Jahre geleistet hat. Und von dem her ist es natürlich eine schöne Anerkennung. Der Anlass hat sich etabliert, ist zum siebten Mal, ist es vielleicht auch so ein Art Highlight neben dem Spielfeld? Ja, definitiv. Also für mich ist es natürlich immer schön, gerade weil ich halt auch in Deutschland sonst bin, ist es schön, wieder heimkommen, in Anführungszeichen, da einen Haufen ehemaligen Mitspielerinnen zu sehen, einen Haufen Leute, die einem auf dem Weg irgendwie begleitet haben oder die irgendwie Anteil am Erfolg haben, sei es als Trainer, sei es als Mitspieler oder sonst irgendwie als Förderer. Also von dem her ist es sicher ein sehr, sehr schöner Anlass. Und man trifft Altbekannte und das ist natürlich immer wieder schön. Gibt es ein Highlight, das du herausheben kannst auf dem Spielfeld? Von dieser Saison jetzt? Ja, also für uns oder für mich persönlich in dieser Saison in der Bundesliga war das Highlight sicher gewesen, dass wir uns für das Final Four qualifiziert haben. Das war das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte gewesen. Also das war für uns ein richtig grosser Erfolg gewesen. Es war leider dann ein bisschen schade gewesen, dass wir das Halbfinale leider verloren haben. Und ja, das zweite Highlight mit der Nationalmannschaft jetzt natürlich sehr aktuell ist gewesen, dass wir die Ukraine-Spiele im März gewonnen haben. Leider gestern auch sehr enttäuschend gewesen. Von dem her leider am Schluss beide Sachen mit einer leichten Enttäuschung zu Ende gegangen, aber insgesamt, vielleicht wenn man so mit ein bisschen mehr Abstand kann betrachten, sicher eine sehr erfolgreiche Saison gewesen. Und was ist die Ambition für die Zukunft, für das, was noch kommt? Ja, sicher da noch einen Schritt weiterkommen. Also jetzt im Verein, wenn wir uns sowieso weiterentwickeln, Final Four ist natürlich schön, wenn man so etwas wieder erreichen kann. Ist für uns als kleiner Verein einfacher zu erreichen als jetzt irgendwie ein Meistertitel von dem her. Aber es ist natürlich auch immer wieder eine Frage der Auslosung. Und mit der Nationalmannschaft, glaube ich, sind wir auch auf einem guten Weg. Auch wenn es jetzt gestern Abend halt leider ja, nicht so rausgekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber mit den vielen jungen Talenten, die wir haben, sind wir sicher auf einem guten Weg. Man sieht eine Entwicklung und wenn wir da weiterarbeiten, glaube ich, dass es sicher Step by Step vorwärts geht und dann vielleicht mal die grosse Überraschung doch irgendwann noch möglich ist. Wir wünschen viel Erfolg. Danke vielmals.